Wir machen weiter mit den Galliern. Wir machen weiter mit Ambiorix, mit Asterix, mit Matsumanix, mit Punisherix, mit Bullix und mit allen anderen, die auf Twitch und auf YouTube hier zugucken, bei unseren Abenteuern. Wir machen Folgendes. Wir hoffen, dass wir die Chance noch nutzen können, London zu erobern, bevor die Renaissance-Mauer hier entsteht. Dann heißt es eventuell schon aus die Maus, mal gucken, wie es weitergeht. Wir schicken unseren Belagerungsturm ein Feld vor hier hin. Die Katapulte kommen zu spät, das ist klar. Wir missionieren einmal. Ah, Scheibenkleister. 5 Bürger folgen dann dem Bullismus. Es sollten schon 7 sein, damit wir hier die Mehrheitsreligion stellen. 3 sind es im Augenblick. Im nächsten Mal haben wir das. Und wir brauchen ja mindestens 7 Bürger und die Mehrheitsreligion, damit wir die plus 10 Kampfstärke bekommen durch den Kreuzzug. Einmal missionieren, bitte. Das heißt, wir machen diesen Angriff noch nichts. Der würde zwar nicht verpuffen, aber... Einmal hier hin. Achtung, sobald wir hierhin draufziehen, kann auch das Lager feuern, aber da müssen wir durch. Von hier aus kann man nicht drauf feuern. Das ist Grasland, das ist ein Hügel mit Wald. Wir können auf London nicht draufballern. Von hier aus vielleicht, aber wir müssen Einheiten verheizen. Es wird nicht anders gehen. Wir werden haufenweise Einheiten verheizen. Es wird nicht anders funktionieren. Ich will verhindern, dass die auf die Einheiten draufschießen. Jetzt ziehen noch eins vor, der wird sterben. Das ist jetzt schon klar. Der wird draufgehen. Das ist glasklar. Vielleicht feuern die sogar auf unsere Ambroschützen. Da hätte ich nichts gegen. Die Stadt sollte eigentlich feuern können. Matsumanix innerhalb des eigenen Terrains. Die Mauern können immer feuern, egal wie Sichtweite ist, ne? Ja, also im Umkreis von den 2 Feldern kann die Stadt in der Regel feuern, ja. Ich biete denen mal einen Armbrustschützen an. Ernsthaft, kein Gag. Wir bieten denen, das ist mir lieber, als wenn einer von den Helden hier drauf geht. Was können wir hier plündern? 283 Gold! Hör mal, das machen wir. Einmal plündern. Das nehmen wir mit. Boah, ist das viel Geld. Zu wenig Gesandten vorne. Die kommen zu spät. Das wird echt eine heikle Geschichte, Leute. Einmal, das machen wir nachher. Das ist nicht gut. Das ist alles gar nicht gut. Man könnte sogar sagen, das ist schlecht. Wer hätte das gedacht? Wir kommen zu spät. Ist halt so. Wir haben tatsächlich, ich hätte das nie für möglich gehalten, aber wir haben anscheinend zu wenig Gesandten. Von unserer Wegwerf-Kriegereinheit. Wir bräuchten noch mehr, denn die werden uns ganz schön weggeballert jetzt. Ist so. Das ist der schnellste Weg. Weizen.
Es gibt auch eine kleine Hilfe beim Wohnraum hier. Nahrungsüberschuss beträgt plus 1, das ist fast nichts. Und das lassen wir alles so, wie es ist. Der macht hier ein Nickerchen. Es kann sein, dass wir gleich angegriffen werden. Muss aber nicht sein. Für mich auch ein Weizen, bitte. Hopsy Daisy. Ein bisschen Konzentration. Das ist zum Essen, nicht zum Trinken, das Weizen hier. Mensch, Hopsy Daisy, echt. Wir sind doch noch nicht so weit, dass wir hier Bier ausgeben. Servicia geben wir im Chat aus. Wir sind bei den Galliern. Einmal Mine gleich hier bauen und Eisen holen. Gibt auch nochmal ein bisschen Ausdehnung des Gebietes. Das setzen wir aus. Ziehen nachher. Normalerweise würde ich mir sofort Pferde holen, aber die Frage ist, nutzen wir die im Moment? Vielleicht. Wir könnten auch mal... So haben wir in 29 Runden den nächsten Bürger, das ist witzlos. Wir holen uns die Pferde. Die geben mir auch die ganze Zeit dann Pferde pro Runde, insofern macht das immer Sinn. Unten sollten wir eigentlich auch mal einen Kollegen hinschicken. Das haben wir verabsäumt gerade. So, ein weiterer Handwerker. Im Chat serviert man sich gegenseitig solche Spezialitäten wie lauwarmes Servicia und gedünstetes Wildschwein in Pfefferminzsoße. Sehr lecker. 8 Faden. Danke dir für dein Abo hier. Herzlich willkommen. Das erste Mal. Ich glaube, du hast nichts falsch gemacht. Danke. Mit dem Handwerker noch wohin? Unten könnten wir die Ressource hier anschließen. Mais hier oben. Hier eine Mine bauen, roden. Was wird danach gebaut? Kornspeicher repariert. 2 Aktionen. Müssen wir auch noch die Servicia-Hügel bauen, die Cahokia-Hügel bauen. Jetzt fange ich auch schon an Bier zu träumen und über Bier zu reden. Vom Stadtstaat Cahokia. Da kommen ja demnächst die Hügel, die Annehmlichkeiten bringen. Jetzt fange ich schon an, von Bier zu träumen, weil ihr so viel sauft im Chat. Peinlich, peinlich, peinlich. Da kann man noch eine Mine. Das würde auch die Krabben anschließen. Das kann der Kollege hier aber auch machen, aber... Hoch. Etwas aufdecken hier. Sehr aufregend, diese Erkundungsfahrt. Wie gut, dass wir da gerudert sind. Ein Nickerchen bitte. Und weiter Erkundung. Kommt nirgendwo hin. Hier oben kommen wir schwer durch. Ich würde gerne ans Wasser und rüber. Unten rum geht auch. Kommen wir hier hin? Geht nicht. Hier kommt ein Siedler. Ach, die Grenzen sind nicht mehr offen. Okay. Sofern sie mal waren. Sehr witzig. Sachti schreibt im Chat. Von wegen Wildschweine mit Pfefferminzsoße wurde ihnen gesagt. Sachti schreibt im Chat, Pfefferminzsoße, das arme Wildschwein ist gerade ein zweites Mal gestorben. Da ist was dran. Also ich persönlich, also echt Pfefferminzsoße auf Wildschwein, da muss man... Das ist eine Schweinerei, ich sag's ganz offen. Eine Runde weiter. Wir könnten uns überlegen, was wir mit dem Gold machen, aber... Normalerweise bin ich sehr dafür, Gold auszugeben, aber... Wofür? Ich traue mich im Augenblick angesichts dieser Situation hier...
mit dem Zeitalter Fortschritt nicht Gold auszugeben, einfach in den neuen Städten, wo es am ehesten Sinn machen würde. Ich traue mich nicht. Wir könnten uns Matsumanik so Dinge überlegen, wie zum Beispiel mit Gold Katapulte kaufen. Das kostet 480. Das heißt, das wäre in der nächsten Runde könnte man Katapult kaufen. Für den Notfall. Aber es kommen ja mehrere. Ich weiß nicht, ich würde erstmal abwarten. Eine Runde weiter, Leute. Eine Runde abwarten und schauen, ob es gut geht. Eine Galeere haben wir schon gebaut. Gibt ja auch Zap. Selbes Spiel wie eben, da geht wahrscheinlich die einer drauf. Aber hier, die werden wenigstens nicht beschossen. Die hat sich geopfert. Wenige Erfindungen waren so einfach wie der Steigbügel. Aber kaum eine hatte einen dermaßen katalytischen Einfluss auf die Geschichte. Weiden einen Nahrungspunkt mehr, Ritterbaube. Wir bekommen ein Zap für den ersten Schwertkämpfer, den wir gebaut haben. Jetzt fehlen uns aber immer noch 11. 12. 12 Punkte fehlen uns noch. 12 Punkte. Jede Runde vielleicht ein Punkt, vielleicht noch Beförderung gleich. Hier starb jemand gerade. Für uns alle hat er sich geopfert. Ist die Renaissance-Mauer fertig? Noch nicht. Hat sich das Grafikbild verändert? Ich glaube nicht. Von wegen Zinnenzählen, das ist, glaube ich, Quatsch. Hier brauchen wir mehr Annehmlichkeiten. Nächste Forschung. Jede Forschung, die wir abschließen, gibt uns einen Zeitalterpunkt. Deshalb sollten wir die billigsten zuerst machen. Die ist billig, die machen wir schnell. Die hilft uns null weiter, aber die ist bald da. Jeder Punkt zählt, Leute. Budix am Rhein, Schwertkämpfer ist da. Bekommt man, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich bekommen wir für ein Weltwunder noch einen Zap. Wir könnten versuchen, ein großes Bad irgendwo zu bauen. Auf Verdacht, das sollte uns da Zaps geben, oder? Also das gibt, ja? Ja, das gibt uns, ich glaube, 3 Zeitalterpunkte sogar. Das eine sind die Zaps, Zeitalterpunkte bei Sif, und das andere sind die Subs ohne T davor. Das sind die Abos auf Twitch. Danke an alle, die das heute machen und überhaupt. Subs geben zwar keine Zeitalterpunkte, aber Unterstützungspunkte bei WB. Danke euch allen. Weltwunder würde uns eventuell helfen. 3 Punkte und dafür nichts anderes. Weltkongress tagt in 5 Runden. Für den Bau eines großen, es ist natürlich eine Verzweiflungsaktion, für den Bau eines großen Bades braucht man ein Schwemmlandgeländefeld. Ja, das können wir knicken. Hier ist nirgendwo Schwemmland. Hier ist nirgendwo Schwemmland. Das ist kein Skartenskript, das sonderlich viel Schwemmland hat. Deshalb gibt es das Weltwunder auch noch nicht. Stonehenge wäre baubar, bringt uns fast nichts außer 2 Glauben. Geht nur neben Steinen. Könnte man noch schnell irgendwo raushauen. Hier haben wir 25 Punkte, hier haben wir 26. Die könnte man Petra bauen, was aber nichts bringt. Flutnix hat kaum Produktion, nur 6. Bulwerk hat 24. Auch hier wäre Petra baubar. Und sonst nichts. Einmal hier hinten Petra drauf. Hilft uns, ist aber wirklich nur just vor Zeitalterpunkte. Und dauert auch zu lange, eventuell zu lange. Haut mich alles nicht zwingend vom Hocker. Die Frage ist, ob das Diplomatenviertel oder der Regierungsplatz eventuell Zap bringen. Matsumanix, was meinst du? Weißt du das? Die bringen keine Zeitalterpunkte. Hier können wir gleich bauen. Das Diplomatenviertel hier drauf bauen. Pardon, der Regierungsplatz hier drauf bauen. Das heißt, wir haben noch 2 Runden Zeit, was anderes zu bauen. Wie viele Bezirke haben wir hier? Wir haben noch einen Bezirksslot offen. Ich glaube, ich würde jetzt den Kornspeicher oder eine Einheit. Ja, und nochmal einen Gesaten rein. Eine Wegwerfeinheit. Können wir im Augenblick noch so billig bauen. Wir haben ja schon ein Oppidum, genau. Seishiro haben wir schon. Ziehen alle runter. Die ziehen Richtung Front.
Jetzt sind wir hier vorne wieder. Und jetzt kommt nochmal die letzte Missionierung. Wir haben noch nur Pantheon hier. 5 Bürger sind bullistisch. Wenn wir 2 umdrehen, ist die Mehrheit bullistisch. Und dann würden wir es schaffen, in der nächsten Runde in dieser Runde noch einen Kreuzzug auszurufen und diese Fähigkeit abzugreifen, plus 10 Kampfstärke auf dem Gelände des Blumenkranzhäusers. Das ist ganz wichtig, dass das jetzt klappt. Bitte einmal missionieren. Preiset ihn. Preiset den heiligen Bullen. Preiset ihn. Nein. 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 Nein, 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 nein. Unser Glaube war nicht stark genug. Im Ernst, wie bitter. Nein, 6 Bürger. Einer fehlt. Scheibenkleister. Scheiben. Und wann kommt der nächste Missionar? Der ist da. Wir hatten eine letzte Aktion. Boah, nächste Runde schafft er es. Das heißt, es vergeht jetzt eine Runde, in der wir angreifen oder nicht angreifen. Oh Mann. Angreifen oder nicht. Test. Einheit ist fast tot, Abzug minimal. Also wenn hier wirklich eine Renaissance-Mauer entsteht, dann ist das völlig egal, ob wir den Kreuzzug haben oder nicht. Das schaffen wir eh nicht. Außerdem müssten wir den umzingeln, damit uns diese minimalen Einträge, Abzüge, die wir den Lebenspunkten geben, dass die uns nicht wieder weggeheilt werden. Das heißt, wir müssten die Stadt belagern. Wenn wir die Stadt belagern, einen Belagerungsring schließen, wenn hier so ein rotes Symbol oben auftaucht, dann heilt die Stadt nicht Runde für Runde wieder weg. Das geht aber nicht. Können wir nicht. Wir müssten hier eine Einheit im Wasser haben. Wir können zwar hier einen Belagerungsring auf Land schließen, aber nur wenn das Feld auch besetzt wäre durch eine Wassereinheit, wäre die Stadt London belagert. Da helfen auch keine Tricks. Würden wir die Stadt nicht belagern und jetzt so Mini-Angriffe hier machen, das wären sinnlose Opfer. Denn die Stadt wird ja dann heilen, die wird das nicht komplett wegheilen, aber überwiegend, und das wäre verschenkt. Ich würde sagen, wir warten eine Runde ab mit den Angriffen, bis es sich wenigstens ein bisschen lohnt. Wenn die Renaissance-Mauer nächste Mauer steht, ist eh alles. Nächste Runde steht, ist eh alles aus und vorbei. Wir nutzen die Gelegenheit vielleicht, um entweder eins weiter nach oben zu ziehen, dann können wir allerdings auch hier angegriffen werden, oder um jetzt zu plündern. Das können wir auch machen. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, um hier rauf zu ziehen, hier rauf zu ziehen, hier uns zu verschanzen. Hier hinzuziehen. Hier hin. Und jetzt bieten wir denen in der Stadt wieder ein Ziel. Anders formuliert, der hier muss sich opfern. Wir können ihnen... Das Opferpersonal geht langsam. Der ist so schwach, der Gesandtentrupp. Wenn wir hier den draufziehen, müssen die wahrscheinlich... Wir opfern den Armbrustschützen. Wir ziehen oder den hier. Wir ziehen... Ich ziehe den Armbrustschützen vor. Ich bin bereit, den zu opfern. Der zieht hier hin. Und der hier plündert einmal. Ist der wieder fit? Und der feuert einmal. Das ist lächerlich. Das ist nix, aber wir machen es trotzdem. Wir haben 4 Erfahrungspunkte bekommen. Er war noch nicht befördert. Wenn er gleich beschossen wird und überleben würde, könnten wir ihn einmal heilen. Dadurch, dass er dann die Beförderung bekommt. Wenn er das überlebt, bekommt er sicher genug XP. Es fehlt ihm nur einen, um eine Stufe hochzugehen. Der Missionar zieht auch schon mal vor. Nein, der hat auch nur eine Verbreitung. Und der hat eine. Oh Leute, wir brauchen mehr Missionare. Für Manchester. Scheibenkleister. Uns fehlen die Missionare für Manchester. Wir müssen einen uns holen, Matsumanix. Ja, da führt nichts dran vorbei, weil wir brauchen unbedingt diese 3 Zeitalterpunkte, um in ein Goldenes zu kommen. Und die sind ganz schön schwierig zu bekehren, die Städte. Und vor allem brauchen wir auch eine, weil sonst ohne Kreuzzug auch in Manchester nachher nicht reinkommen. In 4 Runden Gilden, in 2 Runden ein Gesarte, in einer Runde ein Ambroschütze. 2-1-2, wo Einheiten entstehen. Dadurch ein kleiner Kulturschock, mit viel Glück in 3 Runden, dass wir die alte Regierungskarte uns zurückholen können. Exodus der Evangelisten und 2 extra Ladungen, mit ganz, ganz viel Glück.
In 3 Runden, eventuell erst in 4. Ich würde sogar sagen, wir hauen jetzt mal. Wir können natürlich auch Geld ausgeben. Und zwar 340 Gold, was richtig viel ist, damit wir die Regierungsform für Lau wechseln können. Ich würde sagen, wir geben die Punkte aus und holen uns jetzt sicherheitshalber noch einen Missionar, auch wenn er nur 3 Ladungen haben wird. Wie siehst du das? Oh Mann, das ist echt knifflig. Ja, ich würde es im Zweifelsfall auch jetzt schon machen und den Missionar schon mal losschicken, damit wir keine Zeit verlieren dahin. Da braucht ja auch ein bisschen, um dahin zu kommen. Mhm. Wenn wir die Karte einsetzen, sind wir auch schneller von der Bewegung her. Insofern frage ich mich gerade, ob sich das im Zweifelsfall ausgleichen würde mit der zusätzlichen Geschwindigkeit. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir 1 oder 2 zusätzliche Fortbewegungspunkte bekommen. Also er hat im Augenblick 4, damit kriegen wir 2 neue Punkte dazu. Das heißt, wir wären dann 50% schneller, 2 Fortbewegungen mehr. Aber ich würde es machen. Das ist die sichere Variante hier. Wir holen uns den hier. Wir können uns nur hier Missionare holen, es gibt noch keinen anderen Platz. Der kann hier über Hügel etwas schneller. Noch ein Scout. So, jetzt sind wir wieder hier. Also die Angriffe machen wir nachher. Hier bieten wir Ziele an. Und er muss vor allem an die Front. Und einmal heilen, bitte. Puh. Und einmal vorziehen. Was für eine Puzzlei. Warum dringend hier ein Handwerker? Der hat 3. Der zieht bitte hier runter. Das ist der schnellste, den er hier hat. Noch 3. Wird hier, glaube ich, nicht benötigt. Im Moment nicht. Dann ziehe mit ihm mal runter, hier unten hin. Hier haben wir eigentlich schon alles ausgebaut. Wenn die Städte gleich wegfallen, sind die eh weg. Einmal Honig anschließen, dann sollten wir wieder einmal Honig handeln können. Wir könnten 2 exportieren. Wer würde uns Honig abkaufen? Ich weiß gar nicht, wem wir schon alles Honig verkaufen. Kleopatra, bekommst du Honig von uns? Geschenk, ja, sonst nichts. Das heißt, sie bekommt schon Honig von uns anscheinend oder keine Ahnung. Nee, sie hat Bernstein. Sie will auf jeden Fall keinen Honig. Niemand will von uns Honig haben. Das ist ja unverschämt. Sag mal, was ist denn mit unserem Honig los? Einmal 1 Gold. Sag mal, ist unser Honig für die feinen Damen und Herren anderen Herrscher nicht fein genug? Warum wollen die unseren Honig nicht? Weil die pleite sind. Keine Argumente, bitte. Er hat Geld. Einmal 1. Das ist denen nichts wert. Einzelnen Leuten verkaufen wir schon Honig und Kleopatra, wir checken das mal, ob die kein Geld hat. Sie hat ja ein bisschen was. Sie könnte wenigstens ein... Das reicht ja wahrscheinlich nicht, ne? Sie hat nichts. Wir verkaufen ihr mal ein... Komm, ein Eisen. Der Trajan, der hat uns da immer Gunst abgekauft. Geld hat er ja.
Den. Gucken, wie viel Gunst wir ihm angeben. Oh, wir haben keine Gunst. Echt? Null? Null ist aber wenig. Keine Gunst. Keine Gunst. Alle ausprobiert. Mehr ist nicht drin. Eisen haben wir verkauft. Wir könnten Pferde verkaufen. Würde uns der erste Reiter Zaps geben? Zeitalterpunkte. Der würde uns auch einen Zeitalterpunkt geben, weil wir ja damit die Pferde das erste Mal verwenden. Das wäre eine Möglichkeit. Da könnten wir versuchen, irgendwo so einen Billigreiter zu kaufen, zu bauen. Mal schauen, ob das hier irgendwo möglich ist. Vielleicht ja hier in Bullix. Ein Reiter, ein schwerer Streitwagen, 2 Runden. Braucht keinen Pferde. Vielen lieben Dank. Ein Reiter, 6 Pferde. Wie viel brauchen wir? Noch 6. Übernächste Runde, ein Reiter. Schwere Streitwagen kann man die upgraden zu Reitern. Nur zu Rittern. Das ist der schwere, nicht der leichte Bereich. Vielleicht reicht das ja noch. In 2 Runden 4 bräuchten wir. Vielleicht klappt er. Das könnten wir nachher machen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Die andere Sache im Chat wurde es auch gerade wieder angeregt. Den Trick hatten wir ja schon mal gemacht. Da hatten wir Cleopatra. Gunst abgekauft. Zwölf will sie jetzt haben. Das ist viel. Für 12 können wir das weiterverkaufen an Trajan. Wir testen das mal, ob das immer noch sein Preis ist. Weil mit, wir kaufen es ab, wir verkaufen es weiter. Und der Vorteil ist, es klingt wie eine Plus-Minus-Rechnung, aber sie hat ja dann Gold bekommen. Und aufgrund des Goldes kann sie uns dann irgendwas wieder abkaufen. Oder wir können ja auch die Pferde abkaufen. Lasst uns doch das mal versuchen. Will sie nicht. Keine Pferde, bitte. Wir nehmen mal einmal an. Gehen rüber zu Cleopatra, zu Trajan. Und fragen ihn mal, was er uns für eine Gunst gibt. Und es sind auch 12. Das finde ich cool. Das heißt, wir gehen nochmal zu Cleopatra. Und kaufen ihr reichlich und 5 mal 200, na, lieber einmalig, lieber an die, oder? 5 mal 30, 150, 150, 170. Müsste ja eigentlich derselbe Kurt sein. Wir machen das mal. Ich mache noch nicht alles. Ich will erst mal gucken, ob das so klappt. Jetzt gehen wir rüber zu Trajan und hoffen, dass das jetzt auch funktioniert. 6 mal 30. Und jetzt gehen wir rüber zu ihr. Und jetzt hat sie Geld und jetzt können wir ihr Eisen verkaufen. Zweimal 30, also 60. Das ist okay. So haben wir ein Geschäft gemacht, um mehrere Ecken. Wir haben sie durfte sich an uns bereichern, dann haben wir das wieder abgenommen und Trajan haben wir die Sachen weiterverkauft. Wir waren Zwischenhändler. Hand aufs Herz, Frage in den Chat auf Twitch und auch an die YouTube-Zuschauer nachher. Habt ihr sowas selber schon mal gemacht? Solch dubiose kleine Spielchen mit Civ 6, ist das Strategie oder ein Exploit? Meine Hypothese, es ist Strategie und kein Exploit. Exploit ist ja das unfaire Nutzen von Lücken in den Spielmechaniken. Ich finde das nicht. Ich finde, das ist ein kreativer Umgang mit den Spielregeln. Ja, jetzt kann man auch sagen, Beinchen stellen hinter dem Rücken des Schiedsrichters. Beim Fußballspielen ist auch ein kreativer Umgang mit den Spielregeln. Aber ich meine das ernsthaft. Ich meine das ganz ernsthaft. Ich finde, das ist okay. Ich finde, das ist völlig okay. Matsumanix, was sagst du? Für mich ist das okay. Ja. Und ich finde, das können wir jetzt mal im großen Stil versuchen. Wir machen das nochmal. Wir machen das gleich nochmal. Müssen nur aufpassen. Der hat ja nicht unf... Schon kommen wir in den Bereich, dass sie nicht mehr will. 10 macht sie. 6 mal 30, 180, 189. Das geht jetzt nicht mal, aber das... Ach so, sie wird das... Das ist die Frage.
Jetzt kauft sie uns auch den Honig ab. Jawohl! 11 Gold für 30 Runden und 3 einmalig. Super! Wir haben unsere riesigen Honigvorräte kreativ aufgelöst. Super, ich bin total begeistert. Ich mach's bei mir selber, weil jemand neben mir steht. Ihr im Chat, habt Leute neben euch stehen. Jeder bitte jedem nächsten Mal kurz die Schulter tätscheln und in die Augen gucken und sagen, das ist immer gut gemacht. Ernsthaft. Erwarte ich auch von Punisher und Matsuman, ihr seid zu zweit. Das nehmen wir an. Jetzt gehen wir rüber zu Trajan. Ich habe eine große Freude, sowas zu machen. Ich sag ganz, jetzt muss das natürlich aufgehen noch. Ich habe eine große Freude, so Dinge zu machen. Das ist mir echt. Das macht mir richtig, richtig Laune. 6x30. Klasse. Sowas gefällt mir. Finde ich total gut. Finde ich total klasse. Super. Haben wir jetzt nicht gerade 9 Gold Verlust gemacht? Wieso? Also eben, wir haben doch die Gunst für 189 Gold eingekauft und jetzt für 180 verkauft, oder? Gab es eben eine Einmalkomponente und hier nicht oder umgekehrt? Weil dann ist es immer ein bisschen anders. Genau, also eben haben wir 6 Gold für 30 Runden und einmal 9 bezahlt, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt kriegen wir 6 Gold für 30 Runden wieder zurück. Das heißt, wir haben 9 Gold verloren. Einmalig. Naja, Risikogeschäfte halt. Also ne? Das ist jetzt, ja, es ist lieb, dass du sagst, es ist aufmerksam, aber naja, das ist, finde ich jetzt nicht so entscheidend. Wir haben ja den Honig dafür verkauft. Den Honig hätten wir sonst niemals verkaufen können, den haben wir überschüssig. Kommt durch den Handel, ja, Smarty sagt auch. Trotzdem aufmerksam, danke, dass du es gesagt hast, aber ich finde ich alles gut. Also, bin mal sehr gespannt, auch was die YouTube-Zuschauer unter das Video schreiben, ob das Geschäfte sind, wie sie es selber auch machen. Oder nicht. Was kommt als nächstes hier? Im Ernst? Ich hätte gerne von den Entwicklern, vielleicht guckt einer von denen zu. Liebe Entwickler, lasst euch es notfalls ins Englische übersetzen. Ich hätte gerne ein WB-DLC. Wisst ihr, was er einschließen soll für Civ 6? Leerverkäufe. Warentermingeschäfte, Leerverkäufe. All das, was den Aktienhandel so unfassbar spannend und so unfassbar unmoralisch macht.